Hey Leute, ich bin's Phil und heute spiele ich mal wieder eine weitere Custom Map zusammen mit dem Beats. Hallöchen, lieber Phil und Zuschauer von Phil, was geht ab? Moin, heute müssen wir mal aus einem Labor ausbrechen. Dazu klicke ich gleich mal auf Start, let's go. No! Und es geht jetzt gleich los. Escape from a Science Lab. Ich bin in einem Raum irgendwie. Okay, ich glaube mal, wir sind woanders gespawnt, oder? Ja. Beats, du bist da Schlüssel. Drin. Was? Ich habe einen Key hier. Okay, was ist das alles hier? Wir sind in einem riesigen Labor. Muss das so sein? Key required. Du kannst mir den Key geben. Ich glaube mal, ja, du bist gefangen. Ja, wie soll ich dir den geben? So, ich bin hier eingesperrt. Komplett, was steht hier? Du bist Patient 330, Beats, ne? So. Ich bin niemand. Ich will hier raus. Phil, mach die Tür auf. Oh, ja, die Frage ist wie. Key required. Ich brauche den Key, Beats. Was da passiert steht, hier? Das seems suspicious bei okay, dem ich muss irgendwas suchen. Das sieht komisch aus. Ja. Guck mal vielleicht in dem Brauchstand, vielleicht ist da was drin. Ja, da ist Sprungkraft 2. Moment mal. Jetzt gehen wir auf was die Suchplatte kann ich und drück mal den Knopf, vielleicht ist da was. So, das habe ich schon gemacht. Da passiert nichts. Ich glaube mal, ich muss irgendwas mit der Sprungkraft erreichen. Moment mal, da oben ist was. So, da springe ich mal hoch. Da ist eine Kiste. Ja. Mit, ja, genau, Schere, die gefärbtes Glas abbauen kann. Beats, ich lass endlich. Dich frei. Nice. Jawohl. Also das Prinzip ist schon mal... Nice, jetzt geht die Tür auf. Falls ihr mehr von solchen Maps sehen wollt, lasst gerne mal eine positive Bewertung da. Auch ein Abo, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Each color has their own tiny secret. Ich hab was gefunden. Oh, war's, Beats? Hier ist eine Lücke und oh, dahinter ein Button. Danke, Beats. Du, okay, nice, das war nicht schlecht. Aber was hat Bitte. Es gemacht? Das hat das Ding hier weggeschoben. Okay, also jede Farbe, ne, hat ein kleines Secret. Wir müssen aufpassen, hier ist eine Kamera, die uns beobachtet. Oh, okay. So, die darf uns natürlich nicht beobachten. Nee, die sind auch die ganze Zeit aufpassen. Hier ist noch ein Button hier oben. Boah, okay, Junge, den was kannst du mal ein Auge. Alt, ohne Witz, in feine Button-Maps, glaube ich mal. Und hier ist noch ein Button. Ja. So, jetzt. Oh mein Gott, TNT. Was passiert? Irgendwas, ja. Ist gezündet. Ich glaube mal, das explodiert. Die Leiter, aber damit können wir immer noch nicht hoch. Nee, wir brauchen vielleicht wieder Sprungkraft oder so. Aber was hat das mit den Farben auf sich? Jede einzelne Farbe hat ein Secret. Ach, hier ist ein Jump'n'Run, Moment. Ach, oh. Okay, geht's da irgendwie weiter? Nee, bislang noch nicht. Wir also, müssen noch mehr finden, glaube ich. Hm. Moment mal. Ah, okay. Soll ich jetzt nochmal den Knopf drücken? Den anderen, den hier. Nee, Quatsch, warte mal, den hier. So, ja, mach mal. Ah, okay, ja, jetzt sind beide auf. Ach so, jetzt aber. Moment mal, geh da erstmal oben drauf. So, da oben. Auf die Falltür. Jetzt drücke ich nochmal den. Und jetzt, glaube ich mal, kannst du da. Oder man muss es vom grünen Block machen. Ja, man muss es vom grünen Block machen. Ich weiß oder, nicht. Oder, nee, der muss ich auch noch ausfahren, der blaue. Jetzt okay. Müsste ich ja eigentlich. Ach so, hier rot, hoch, hier genau. Hoch. Und dann drücke ich den blauen. So, das war der hier, ne? Genau. So, ja, auf den blauen schnell. Ja, und jetzt musst du den gelben drücken. Okay, der gelbe war hier hinter. Ja. Und jetzt komme ich hier hoch, jawohl. Nice, okay. Und jetzt glaube ich mal, muss irgendwas für mich aktivieren, safe gleich. Sonst das Problem ist, hier ist nichts. Geht kannst, nicht weiter. Ach so, Moment. Kannst du Eisengitter abbauen? Eisengitter, nur gefärbtes Glas. Oh ne. Sonst gar nichts. Hier steht, the TNT changed something in the previous room. Also das TNT hat etwas im letzten Raum verändert. Okay, da schaue ich gleich mal nach. Ist aber was? Irgendwo hier eine Kiste das oder so? Das musst du jetzt finden. Warte, ich kann hier das Glas noch abbauen. Das war vorher nicht da. So, ja, hier ist eine Kiste. Kann abbauen Eisengitter. Aha. Oh nein, jetzt, Perfekt. Das hätten wir vorher lesen müssen. Wie soll ja, ich dir die jetzt geben? Kannst du es hier draufschmeißen? Ja. Das kann. Oh, warte, auch treffen. So, bitteschön. So, dann gehe ich jetzt hoch, baue mal das Ding ab und mal gucken, was dort hinter ist. Ja. Ich glaube mal. Ich sehe ja. Ein Gate Opener. Oh. Also ein Schalter. Oh ja, das Tor hat sich geöffnet, Beats. So, unter mir. Perfekt. Moment, was passiert jetzt? Nix. Gar nichts. Okay. Nee. Soll ich runterkommen? Ja, kannst du mal am besten machen, wenn da oben nichts mehr ist. Okay. So, also hier haben wir jetzt eine Druckplatte. Moment, noch mal eine. Also, steh mal drauf, Beats. Achso, ja. So, ich stehe auf die andere. Oh mein Gott. Oh nein. Wir sind jetzt gefangen. So, beziehungsweise wir sind in unterschiedlichen Räumen. Oh, okay. Bei mir steht auf einem Schild, can you guess what the other player answers? Also kannst du erraten, was der andere Spieler, beantwortet. Okay, also bei mir steht, dieser Test geht über Vertrauen. Ja, ich muss einfach die Fragen beantworten. Und dann, okay, ja, which color is better, which color is better? Red or blue steht hier. What is better, red or blue? Achso, du musst was drücken und ich muss es erraten, oder wie? Also rot oder blau, was ist besser? Nee, ich kann hier die Sachen drücken. Achso. Soll ich mal blau drücken? Weil blau ist ja eigentlich schon besser, oder? Nee, rot. Nee, rot ist auch nicht schlecht.
Ich hab's gedrückt. Und? Bei mir ist jetzt irgendeine Wand einfach weggegangen. Ich weiß aber nicht, was es bringen soll. Warte, ich geh mal zur nächsten Phase. Achso, Moment, okay. Ich muss vielleicht so ein Jump'n'Run-mäßiges machen. Ja, drück mal das nächste. So, da steht drauf, which block is better, dirt or cobble? Remember, you can lie. Ich kann lügen. Also, dirt oder verstehe ich aber Cobblestone. Nicht. Ich drück jetzt mal, ich kann lügen. Ja, drück dann gebe ich jetzt mal Erde. Ja. Okay. So, jetzt sind die Knöpfe hier weg. Und was ist besser? Who is better at Minecraft? Thea or Craner? Last chance to lie. Nee, ich auch nicht. Ich glaube mal, das sind irgendwelche amerikanischen Minecraft-YouTuber. Ah, last chance to lie. Ja? Ich verstehe es. Guck, du hast hier rot ausgewählt, deswegen darf ich auf den roten. Aber wenn ich auf den blauen gehe, bin ich tot, deswegen. Okay. Und dadurch, dass du jetzt alles gesagt hast, du hast Dirt genommen. Nein. Oh mein Gott, also, okay, jetzt mache ich mal so, wer ist besser? Jetzt weiß es nicht mehr. Ja, aber das ist ein cooles Prinzip. Ich habe gedacht, wir müssen zusammenarbeiten. Nein, hier ist quasi so ein Gegeneinander. Click when done. So bin ich. Jetzt kannst du rüber. Okay, ich bin durch und... Auch fertig, perfekt. Jetzt sind wir wieder beieinander. Barriere. Kann der Stick abbauen. Okay. Unsichtbare Blöcke. Hier. Hier ist eine Barriere. Ach so, aber dass man nur sie sehen kann. Die dient nicht zum Abbauen. Ja, ja, klar. Ah, okay. Hier hoch ja. Und hier hoch. Stimmt, ich glaube mal, das wird gar nicht gehen. Moment. Ja. Hier ist ein Spender, da muss man wieder was reintun. Okay, hier ist eine Kiste, die kann ich mit der Schere abbauen. Key. So, Beats, ich drop dir mal den Schlüssel, bitte. Achso. Ja. Dann tue ich die mal rein. Oh, ich habe jetzt sogar zwei Schlüssel schon. Keine Ahnung, warum. Okay, zwei. Da geht's auf. Nice. Hier ist TNT. Warte, lass mal den Weg frei. Oh nein, komm. Wir sprengen den Weg mal frei. Escape successful. Sind wir okay. Durch? Wir sind jetzt hier im Moment, vielleicht passiert noch was. Also der Ausbruch war schon mal sicher. Hier ist noch eine Kiste. Ja. Hier sind nur noch zwei Betten, blaues und ein rotes Bett. Oh, dann lege ich mich schlafen. Gute Nacht. Okay, gute Nacht, Beats. Jetzt gleich stehen wir wieder auf. Und ich glaube mal, das war es halt echt schon dazu. Also, wir sind erfolgreich aus dem Labor ausgebrochen. Ich habe keine Ahnung, warum wir einmal gegeneinander irgendwie kämpfen mussten. Ja, so. Ja, das war irgendwie komisch. Bisschen verwirrend, weil man sonst immer in allen Maps so zusammenarbeiten musste. Aber gut, falls ihr mehr von sowas sehen wollt, lasst gerne mal eine positive Bewertung da. Auch ein Abo, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Ansonsten könnt ihr natürlich noch bei dem Beats vorbeischauen. Alles unten verlinkt, haben wir auch eine Folge für ihn aufgenommen. Und ansonsten sehen wir uns auch morgen wieder im neuen Video. Haut rein und ciao. Euer Beats.